Sagen Sie, kennen Sie Rusty Ryan? Klingt so ein bisschen irgendwie wie so ein B-Movie-Star aus dem Anfangsfilm von Quentin Tarantino oder so. Aber ist ein echter amerikanischer Topmanager, Rusty Ryan. Naja, sowas Ähnliches wie ein Topmanager. So ein Lebemann, so können Sie sich das vorstellen. Hat schon wirklich viele, viele gute Jobs gemacht. Aber irgendwie schafft das nicht, dauerhaft irgendwo zu bleiben. Sondern die Jobs sind dann irgendwann wieder vorbei und dann fliegt er wieder raus. So. Manchmal ehrenhaft, manchmal unehrenhaft. Also ihm fällt es nicht so leicht im Leben, kann man nicht sagen. Obwohl er wirklich ein sehr, sehr begehrter Experte seines Fachs ist. Und er ist Kaffeetrinker, leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Also egal, wo Sie ihn treffen, er hat quasi immer, wie so in den amerikanischen Krimifilmen auch, so einen Plastikbecher in der Hand und trinkt seinen Kaffee. Und jetzt gerade eben, als ich über ihn spreche, hat er wieder so eine Phase, wo er seinen Job verloren hat. Also er hat die letzte Sache irgendwie verkackt, ne? Und jetzt muss er wieder von vorne. Das sagt man heute nicht mehr so, ist mir aufgefallen. Wenn man so ein bisschen Social Media liest, dann heißt das nicht mehr so. Das heißt so, er hat sich mal ein Jahr genommen, um für sich zu klären, was er gerne machen möchte. So heißt das heute. Aber in Wirklichkeit hat er die letzte Sache halt verkackt und weiß nicht, wie er weitermachen soll. Aber dann, und das ist das Schöne an dieser kleinen Geschichte, dann kommt sowas wie ein Lichtblick. Nämlich ein alter Kumpel von ihm, alter Weggefährte, auch Manager, hat einen Job für ihn. Sie wollen eine richtig große Sache machen. Also sowas Neues. Startup würde man wahrscheinlich in unserer Sprache sagen. Etwas, was noch nicht da gewesen ist. Also nicht irgendwie eine Wiederholung von einem Job, den man schon 100 Mal gemacht hat, sondern was wirklich Neues. Disruptiv heißt sowas heutzutage. Also nicht einfach nur ein Internetanschluss dran und sonst bleibt es, wie es ist, sondern wirklich neu. So. Und das Problem ist, das geht nicht alleine. Das kann man nicht alleine machen, weil dafür ist es viel zu facettenreich. Viel zu komplex, würde man sagen. Viel zu vielschichtig, mit viel zu vielen Überraschungen. Man weiß ja gar nicht, wie das so weitergehen soll. Man fängt zwar an, man hat eine Idee, aber wo kommen wir denn jetzt genau hin? Und wie genau kriegen wir die Sache zum Erfolg? Das ist der Job, den ihm sein Kumpel anbietet. Danny ist sein Name. Und die beiden wollen es jetzt reißen. Und sehr schnell ist klar, entweder das funktioniert oder die beiden sind wirklich am Arsch. So. Das nennt man wirklich disruptiv. Ne? Die Cineasten unter Ihnen wissen schon längst, von wem ich rede. Rusty Ryan ist der gut aussehende Protagonist aus dem Film Ocean's 11, gespielt von, jetzt habe ich den Namen selber wieder vergessen, nicht Brad Pitt, doch Brad Pitt. Und sein Kumpel Danny ist natürlich der in meinem Alter befindliche, mit schwarzen Haaren ausgestattete, wunderbare, jetzt fällt mir wieder der Name nicht ein, wieso bin ich heute so schlecht im Namen? Helft mir doch mal. George Clooney, natürlich George Clooney. Und Danny Ocean und Rusty Ryan wollen ein großes Ding drehen. Sie wollen gleich 3 Casinos auf einmal ausrauben. Das gab es noch nicht. Und wenn man so eine Sache durchziehen will, wie macht man denn das? Macht man das mit klassischem Management? Lautes Gelächter, oder? Nee, das kann ja nicht funktionieren. Wie will man denn die einzelnen Steps vorausplanen, wo man noch gar nicht weiß, wie das da drinnen überhaupt aussieht? Wie will man denn etwas kontrollieren, was man noch gar nicht weiß, wie es abläuft? Wie will man glauben, auf dem richtigen Weg zu sein und zu einem Zeitpunkt an der richtigen Stelle, wenn man gar kein Wissen darüber hat, wie so ein Ding abläuft? Man hat es ja noch nicht gemacht. Kontrolle ist eine Illusion in solchen Fällen. Man kann jetzt wunderschöne Meilensteinpläne an die Wand machen, aber wer jemals so ein Ding gedreht hat, der weiß, darüber lacht man sich nur schlapp. Wenn es wirklich heiß hergeht, sind Pläne eher was zum Amüsieren als zum Dranhalten. Das weiß jeder, der schon mal echte Projekte gemacht hat. Und so geht es auch Rusty Ryan und Danny Ocean. Und sie müssen sich natürlich ein Team dafür suchen, weil alleine geht das nicht. Dafür sind viel zu viele Facetten zu machen.
Und so ein Ding geht nicht mit klassischem Management, dazu brauchst du was anderes. Und darüber möchte ich heute mit Ihnen ein wenig sprechen. Es geht um Selbstorganisation statt Management. Das ist eigentlich eine ganz alte Geschichte, die ist uralt. Man könnte sogar sagen, spitzfindig, Management ist eigentlich nur eine Sonderform von Selbstorganisation. Aber das Problem ist, dass wir uns immer die falschen Geschichten erzählen. Achten Sie mal drauf, wie häufig im Zusammenhang mit großen Errungenschaften immer von einzelnen Helden die Rede ist. Wir könnten über politische Helden reden, über Mahatma Gandhi oder Nelson Mandela oder wir könnten auch über die großen Bösewichte der Geschichte sprechen, wie Hitler oder Stalin oder irgendwas. Uns fällt es offenbar immer ziemlich leicht, zu individualisieren, zu personifizieren. Wenn etwas richtig gut oder richtig schlecht läuft, dann spitzen wir unsere Erzählung immer auf eine Person zu und küren diese Person als den großen Helden oder eben den großen Schurken. Und so ist die Geschichte, eigentlich letztlich seitdem Geschichten aufgeschrieben werden, fangen wir vielleicht in der Nachchristus-Ära an, also mit der Bibel schon, immer mit Geschichten von Helden zusammen. Und so sind wir alle zivilisiert mit der Vorstellung, wenn etwas richtig gut laufen muss, dann muss irgendeiner da gewesen sein, der die Sache zum Laufen gebracht hat. Auf jedem Schiff, was dampft und segelt, gibt es einen, der die Sache regelt. Und das bin ich, das sagte nicht ich, sondern der verstorbene Guido Westerwelle. Also wir haben immer die Vorstellung, es gibt den oder die große Heldin in den Geschichten. Und was wir vergessen haben, ist, dass womöglich nur unsere Art des Erzählens uns diese Illusion hervorgerufen hat. Vielleicht ist es ja gar nicht Nelson Mandela gewesen, der die Sache wirklich ins Laufen gebracht hat. Vielleicht erzählen wir uns nur die Geschichte, dass er es war. Der war ein großer Mann, davon will ich überhaupt nicht sprechen und ihm überhaupt nichts in Abrede stellen, aber vielleicht war es gar nicht die eine Person, die einen Staat umgebaut hat. Und was ich mir vorgenommen habe heute, ist Ihnen ein paar Geschichten zu erzählen, wo diese großen Helden fehlen und die trotzdem gut gelaufen sind. Einfach um Sie ein bisschen von Selbstorganisation zu inspirieren, ohne dass Sie davon glauben müssen, es bräuchte jetzt einen großen Anführer, der die Sache hinkriegt. Und Selbstorganisation hat ja keinen guten Ruf. Also hier vielleicht schon, hier sind eine sehr aufgeklärte Community rund um Atlassian, rund um Cybert Media, aber womöglich wird Ihnen das auch schon in Ihrer Praxis begegnet sein. Nicht alle Ihrer Kollegen und Kolleginnen sind dem Thema Selbstorganisation so aufgeschlossen. Ne? Da wird ja nur rumgequatscht. Kannst du nicht selbst organisieren lassen. Die quatschen sich doch zu Tode. Haben Sie schon mal gehört, oder? Da wartet doch nur jeder auf den anderen. Also wenn du die Leute machen lässt, dann sitzt der eine rum und die andere wartet auf ihn. Das geht nicht. Kannst du nicht machen. Auch ein sehr typisches Argument. Und es kann doch bitteschön, also vielleicht in irgendwelchen tollen Filmen, ist ja schon klar, aber wir sind hier in der Realwirtschaft. Da kann doch nicht jeder einfach machen, was er will. Als wenn in selbstorganisierten Teams jeder das täte, was er will. Also woher kommt die Vorstellung, ne? Aber das ist ein typisches Gegenargument. Mit dem müssen Sie sich tagtäglich auseinandersetzen. Und natürlich der zentrale Vorwurf, dann führt ja keiner. Wenn es keinen Anführer gibt, dann gibt es keine Führung. Und das, so versuche ich im Laufe der nächsten Minuten mal aufzudröseln, wird einer der zentralsten Denkfehler eigentlich sichtbar, nämlich dass Führung etwas Institutionalisiertes sei. Etwas, was jemand ausführt und jemand anderes genießt oder erleidet. Dem ist aber nicht so, um das schon zu spoilern. Führung ist eher eine Aufgabe und nicht eine Stelle im Organigramm, um das vorwegzunehmen. Also, was ist das Leidenschaftliche an Inspiration, an Selbstorganisation? Und um Ihnen das ein bisschen auszudröseln, möchte ich Ihnen gerne sowas wie 7 Gestaltungsprinzipien heute vorstellen.
die ich in dem Buch, was hinter mir zu sehen ist, dargelegt habe und möchte Ihnen so ein paar Geschichten erzählen von Teams, die es wirklich geschafft haben. Das erste Beispiel, was ich Ihnen erzählen möchte, dazu müssen wir uns gedanklich in den hohen Norden bewegen, von Wiesbaden nach Bremen. Dort befindet sich eine Firma, die sich auch mit Software auseinandersetzt, mit ganz anderer. Ein SAP-Systemhaus, so heißt sowas heutzutage. Die Firma Abbott. Die wächst so schnell, deswegen weiß ich gerade nicht ganz genau, wie viele Mitarbeiter die hat. Als ich sie zuletzt besucht habe, ist ungefähr ein Jahr her, waren sie 450. Mich würde es nicht wundern, wenn sie inzwischen schon wieder 50, 70, vielleicht sogar 100 Leute mehr sind. Das Dumme ist einfach, dass die recht erfolgreich sind. Und die Gründungsgeschichte ist interessant womöglich. Das Unternehmen hat sich gegründet von 4 Personen, 3 Herren, einer Dame, die vorher bei SAP angestellt war. Ist jemand von Ihnen bei SAP? Nicht, dass ich mich in die Nessel setze. Gut. Und die haben da aufgehört, weil sie das nicht mehr ertragen konnten, das Umfeld. Viel zu bürokratisch, viel zu reguliert, viel zu anstrengend. Man kann sich da ja nicht selbst verwirklichen. Und das wollten die 4 und haben sich Mitte der 90er selbstständig gemacht und hatten eigentlich nur eine Grundidee, ein Grundprinzip, wenn Sie so wollen. Und das Grundprinzip hieß, wir wollen kein Konzern werden. Und das meinten sie nicht überhaupt nicht in puncto Größe, sondern vom Gefühl her, von der Bürokratie und von der Regelungswut. Und das haben die durchgehalten. Das haben die wirklich großartig durchgehalten. Und die interessanteste Geschichte von dieser Firma, die manifestiert sich an etwas, was es in jedem Unternehmen gibt, nämlich einer Reisekostenrichtlinie. Spezieller in diesem Falle einer Dienstwagenregelung. Die Dienstwagenregelung dieses Unternehmens war ab der Gründung gar keine. Na, das stimmt nicht ganz. Abbott arbeitet vornehmlich für die Automobilindustrie und nicht für alle Hersteller, sondern nur für, ich glaube inzwischen für 3. Und so war das einzige Prinzip, naja, wir fahren die Autos unserer Kunden. Aber wer welches Auto fährt, darüber gibt es keine Regelung. Es gibt natürlich steuerliche Abrechnungsformalitäten, die hält Abbott auch alle ein. Also Abmahnanwälte, die sich hier befinden, werden keinen Spaß haben. Aber es gibt sonst keine Regelung, dass irgendwie ein Junior nur das und ein Senior und ein Vorstand irgendwie anders und anders ausgestattet und bis zu irgendwelchen Summen nix. Nada, gar nichts. Autos unserer Kunden. Und das Unternehmen wuchs, 50, 70, irgendwann waren sie 100. Und dann kam eine junge Mitarbeiterin, die sagte, ach, das ist ja toll. Ich möchte da mitmachen und ich weiß auch schon, was ich für ein Auto fahren möchte. Ich möchte ein orangefarbenes Beetle Cabrio haben. Bitte was? Orangefarbenes Beetle Cabrio. Unter uns, wer will so eine Möhre, ne? So in etwa haben wohl die ganzen automobilaffinen Berater auch gedacht und haben auf diese junge Dame eingeredet, wie kannst du das machen? Und stell dir nur mal vor, du bleibst nicht so die typische Leasingdauer von 3 Jahren. Dann haben wir da diese Zwiebackfräse in unserem Keller stehen und die will doch keiner. Na, aber sagt sie, Moment mal, ich verstoße doch gegen gar keine Regel hier. Und ich bin doch auch gekommen, um zu bleiben, also ist doch alles gut. Ja, so gesehen, ja, hast du wohl recht. Also, was wurde gekauft? Ein orangefarbenes Beetle Cabrio, geleast. Die Geschichte wäre nicht so schön, wenn sie wirklich 3 Jahre geblieben wäre. Sie ging nach einem halben Jahr. Und sie erinnerte sich irgendwie auch gar nicht mehr so genau daran, dass sie das Auto gegebenenfalls mitnehmen wollte, falls sie das Unternehmen verließ. Also, was stand jetzt nun im Keller rum? Ein orangefarbenes Beetle Cabrio. Was wollte keiner anderer der Beraterinnen und Berater fahren? Das orangefarbene Beetle Cabrio. Wie geht die Geschichte jetzt typischerweise weiter in Ihren Unternehmen? Eine ganz typische Entwicklung ist die der Empörung. Das darf uns nie wieder passieren. Was ist denn das? Also jetzt reicht's, ein für alle Mal. Jetzt wird eine
Dienstwageregelung aufgeführt. Aber sauber, vernünftig, deutsch. So, ne? Und dann geht's los. Dann wird aufgeschrieben. Die ist am Anfang nur eine Seite stark. Man will es ja nicht so bürokratisch machen. Aber irgendwie ein halbes Jahr später passiert nochmal was. Die Empörung ist wieder da. Und dann heißt es aber jetzt mal richtig. Und dann paff, wird das Ding dahingesetzt. Das ist auch ein bisschen blöd dann ehrlicherweise, weil jetzt muss man das ja auch noch an alle kommunizieren irgendwie. Das müssen ja alle wissen, diese Regelung. Und am besten muss man auch die bisherigen Fahrzeuge irgendwie da reinbringen, sonst ist das ja ungerecht. Ne? Und dann muss es jetzt noch jemanden geben, der das kontrolliert. Stellen wir vielleicht einen ein. Ja, wäre vielleicht ganz praktisch. Eine Reisekostenstelle brauchen wir eh bald mal. Das wäre ein typisches Verhalten. Regeln entstehen in fast allen Unternehmen aus Empörung. Und der eine Ausnahmefall wird zur Empörung hochstilisiert und zur Grundlage einer Regel, die dann für alle anderen auch gilt. Nicht so bei Abarth. Bei Abarth haben sich die vier Gründer an ihr Prinzip erinnert und gesagt, nee. Das wollen wir ja gar nicht. Genau das steht ja für uns, für die alte SAP. Genau das wollen wir nicht. Und haben bis heute, 2018, auf eine Dienstwagenregelung verzichtet. Und es ist ein Beratungsunternehmen. Bei den damals 450 Mitarbeitern hatten die fast 400 PKWs in ihrem Stamm. Also, ne, viele Autos. Bis heute kann sich jeder Mitarbeiter aussuchen, was er fahren will. Natürlich muss er es versteuern. Und wenn er sich dann irgendwie ein Maserati hinsetzt, ne, der gehört, glaube ich, zu einer anderen Automobilklasse, dann muss er halt die 1%, ne, das ist halt unpraktisch. Und Abarth hat noch etwas. Und das macht es für uns hier so spannend. Abarth hat sich dazu entschlossen, man könnte es als Banalität bezeichnen, in Beratungsteams zu arbeiten und auf interne Referenzen zu verzichten. Das ist jetzt so ein Fachwort, so ein Fachchinesisch. Lassen Sie mich kurz erklären, was interne Referenzen sind. Die alte tayloristische Idee, wie Organisation zu führen war, basiert auf vielen Grundideen. Die wesentliche ist vielleicht die, externe Referenzen von internen Referenzen zu trennen. Externe Referenzen ist das, was draußen ist. Der Kunde. Vielleicht auch noch potenzielle Kandidaten, Kapitalmarkt, also vielleicht noch ein paar mehr Märkte. Aber im Wesentlichen der Abnehmermarkt, die Kunden. Die Wünsche des Kunden ist die Referenz, auf die sich Handeln beziehen muss in einem Unternehmen. Sonst bräuchte man das Unternehmen ja gar nicht gründen. Nun kann aber, und das war die Idee von Frederick Taylor sehr früh, nun kann ja nicht jeder Mitarbeiter, insbesondere bei größer wachsenden Unternehmen, mit dem Kunden sprechen. Das ist viel zu teuer. Nicht jeder Einzelne kann den Kunden fragen, was ist denn für dich genau Qualität und wie genau hättest du das denn gerne? Das müssen wenige machen, manche. Und die fragen den Kunden, die sprechen mit dem Kunden, die probieren aus und was es nicht alles so für Mechanismen gibt. Und aus dieser externen Referenz, die draußen ist, werden jetzt interne Referenzen gemacht. Es wird übersetzt nach innen hinein. Jetzt entsteht das, was wir kennen unter den Namen Regeln, Checklisten, Bildschirmmasken, die vollständig ausgefüllt werden müssen, Prozesse, Methoden, Kennzahlen, Ziele. All das sind interne Referenzen. Also wenn wir diesen Meilenstein in unserem Projektplan halten und diesen Meilenstein halten, dann werden wir am Schluss genau das kriegen, wofür der Kunde uns sehr dankbar sein wird. Wenn wir genau diese Checkliste ausfüllen und alles machen, was da draufsteht, dann wird das Ergebnis so sein, wie du es haben möchtest, lieber Kunde. Das ist die Überzeugung dieser Übersetzung. Die hat natürlich, das ist Ihnen vollkommen klar, ihre Grenzen, wenn sich nämlich diese Wünsche der Kunden schnell oder häufig ändert. Dann muss ich ganz plötzlich ganz häufig übersetzen, immer wieder neu. Das kostet Geld, dafür brauche ich dann, das nennt sich dann Overhead und zu viele E-Mails und zu viele Meetings. Die entstehen, wenn sich halt häufig externe Referenzen ändern, ich aber weiterhin allen Mitarbeitern interne Referenzen geben möchte. Man könnte sagen, externe Referenzen sind echte Probleme. Interne Referenzen sind unechte Probleme oder wie ich auch gerne sage, Aufgaben. Sie erinnern sich an die Schule, der Lehrer gibt Ihnen die Aufgabe, diese 5 Rechnungen mal durchzuführen. Das ist ja kein Problem, denn er hat es schon mal ausgerechnet. Ne? Die Lösung gibt's.
Man muss das eigentlich nicht lösen. Doch, die Schüler müssen das lernen, das ist schon klar. Das ist eine interne Referenz. Draußen gibt es dieses Problem nicht, was 3 plus 3 ist. Das ist klar. Also alles, was zu einer Aufgabe wird, wird zu etwas, was man glaubt tun zu müssen, aber was nicht zwingend erledigt werden muss, damit Kunden zufrieden werden. Das ist bei Problemen anders. Probleme können nicht so bleiben, wie sie sind. Wenn die so bleiben, wie sie sind, dann haben sie ein echtes Problem. Wirtschaftlich, wettbewerbstechnisch, technologisch, wie auch immer. Das Tolle an Arbeit ist, sie haben kaum Aufgaben, sie haben nur Probleme. Abbott hat es geschafft, Teams, Beratungsteams aufzubauen, das ist nicht sehr unüblich in der Beratungspraxis, die fast vollständig von internen Aufgaben befreit sind. Das heißt, es gibt so gut wie keine Kennzahlen, die die erreichen müssen. Es gibt so gut wie keine Prozesse, die die einhalten müssen. Es gibt so gut wie gar keine Checklisten, die sie ausfüllen müssen, und es gibt so gut wie gar keine Methoden, die sie zwingend anwenden müssen. Das Einzige, was sie machen müssen, ist das Problem lösen. Sie verzichten auf interne Aufgaben zugunsten von echten Problemen. Und das ist sozusagen sowas wie vielleicht das erste Prinzip. Interne Referenzen können wir übersetzen mit Bürokratie. Und echte Arbeit, dafür plädiere ich nun schon seit ein paar Jahren, ist die Arbeit, echte Wertschöpfung für den Kunden zu tätigen. Ein Meeting durchzuführen hat in den allermeisten Fällen, das habe ich hier vor 2 Jahren schon erzählt, so gut eben wie keine Auswirkungen auf die echten Probleme. Das tut man, weil man so organisiert ist, wie man organisiert ist. Die allermeisten Kennzahlen erfüllt man nicht, weil sie damit die Probleme lösen, sondern weil man glaubt, man braucht sie, um besser zu arbeiten. Ich will das nicht ausschließen, dass das so ist. Ich will nur einen Unterschied deutlich machen zwischen Aufgaben und Problemen. Aber je mehr interne Referenzen Sie reingeben, Sie müssen sich das so vorstellen, der Mitarbeiter oder die Mitarbeitermenge steht genau dazwischen. Hier sind die externen Referenzen, die echten Probleme, und hier sind die internen. Das sind wie 2 Megafone, die auf Sie einbrüllen. Die echten Probleme, der Kunde hilft mir, ich habe da ein Problem. Bist du besser als der Wettbewerber? Macht ihr einen guten Preis? Könnt ihr das Problem lösen? Und von innen, halte die Quartalszahlen ein, mach die Checkliste fertig, Meilenstein erreichen, Kennzahlen ausfüllen. Das wird von der linken Seite, von ihrer rechten Seite mir eingebrüllt. Und je mehr von intern reingebrüllt wird, desto mehr dreht sich das Gesicht nach innen. Ist klar, weil der dafür sorgt, dass ich noch meinen Job habe, der nicht. Nur indirekt, ne? Aber der brüllt, wenn der laut brüllt, kann ich da nicht mehr hinhören. Und Abbott hat verstanden, dass man hier leise sein muss, damit man dort hinhören kann. Sie machen also durch Weglassen von vielen internen Referenzen, von Weglassen von Bürokratie, schaffen sie die Möglichkeit, wieder echte Arbeit zu bewerkstelligen, statt sich zu beschäftigen mit Aufgaben, die man sich selber gibt. Und das ist hochgradig erfolgreich. Das ist, wenn man von ganz normal auf das Unternehmen drauf guckt, auch gar nichts Besonderes. Viele Beratungsunternehmen arbeiten so. Aber zum Beispiel hat Abbott, und das ist nicht gerade gewöhnlich, keine Nachbeauftragungsquoten. Wenn Sie bei einem anderen großen Berater arbeiten, wird Ihnen das schon sehr deutlich gesagt, wie die Nachbeauftragungsquote sein muss bei einem Kunden. Gibt es bei Abbott nicht. Bei Abbott gibt es auch nicht die Vorgabe, wie wirtschaftlich ein Projekt sein soll. Wirtschaftlichkeit ist der Zufriedenheit des Kunden nachrangig. Nachrangig heißt nicht unwichtig, nachrangig. Wir reißen uns den Hintern auf, damit der Kunde zufrieden ist. Geld werden wir dann schon verdienen. Das ist die Überzeugung von Abbott. Die müssen Sie nicht teilen, aber es ist konsequent und sauber und sorgt dafür, dass die Menschen sich um die echten Probleme kümmern können. Das ist sowas wie eine Grundvoraussetzung von Selbstorganisation. Ich erlebe im Alltag von vielen Unternehmen hunderte von Teams, die eigentlich nur mit internen Aufgaben vollgemüllt werden. Ich habe das, glaube ich, letztes Mal schon erzählt hier, aber ich tue es wieder, weil es geht um Seibert. Die haben das nämlich auch mal falsch gemacht. Die hören jetzt weg, deswegen kann ich das hier mal so unter uns erzählen. Und zwar, du hörst ja eh nicht zu. Und zwar wollte auch Seibert Media mal
mal besondere Mechanismen der Selbstorganisation ausprobieren und suchte dafür sowas wie einen Anwendungsfall. Und der Anwendungsfall hieß, eine neue Kaffeemaschine aussuchen. Weil die alte war, ich glaube, zu klein oder schmeckte nicht gut. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was es eigentlich war. Aber Fakt war, darüber waren sich fast alle einig, so geht es nicht weiter. So. Und jetzt hat man versucht, Selbstorganisation zu betreiben und war nicht zufrieden damit, weil, und jetzt könnte ich die Vorwürfe von vorhin wieder rausholen, manche sich vollständig raushalten, manchen es vollkommen egal ist, wieder andere warten nur, es wird nur geredet, es kommt nichts. Und der Grund ist einfach, das ist kein Problem, was gelöst werden muss, und das weiß jeder. Also klar möchten die meisten Kaffee haben, aber im Zweifel gibt es den auch noch unten. Und man kann sie auch noch einen aufbrühen. Es gibt schon Möglichkeiten. Aber ein echtes Problem ist das halt nicht. Echte Probleme sind nicht hier, die sind da draußen. Und wenn Sie Teams echte Probleme schenken, dann können Sie damit rechnen, dass sie auch gelöst werden. Wenn Sie ihnen nur Aufgaben schenken, rechnen Sie besser nicht damit. Das entlarvt man sofort, dass man spürt, ob ich das nun erreiche oder nicht, davon hängt vielleicht mein Bonus ab. Aber nicht die Existenz der Company, darum geht es um was anderes. Prinzip Nummer 1, Bürokratie macht aus Arbeit Beschäftigung. Was unmittelbar damit zusammenhängt, ist, wie entsteht Verantwortung in so einem Team? Denn Verantwortung ist abhängig davon, ob jemand Verantwortung spürt. Und auch das kann man bei Arbeit wunderbar sehen. Diese Beratungsteams sind ämterlos. Es gibt dort keine formalen Ämter in den Teams. Es gibt meistens jemanden, der gegenüber dem Kunden als Projektleiter tituliert wird, aber nur, weil der Kunde das will, sonst will das keiner. Und der gleiche Mitarbeiter kann in dem nächsten Projektteam, in dem er drin sind, auch nicht Projektleiter sein. Also er hat nicht auf seiner Karte Projektleiter stehen, sondern er übernimmt eine Rolle. Ansonsten gibt es in diesem Team keine Ämter. Es ist also im besten Sinne selbstorganisiert. Jetzt ist die Frage, wer führt denn jetzt? Und jetzt will ich auf dieses Missverständnis eingehen. Mit der Einführung der tayloristischen Grundideen Anfang des 20. Jahrhunderts hat man sich dem Denkfehler ausgesetzt, zu glauben, dass Führung etwas Institutionelles sei, dass Führung von einer Person gemacht wird und andere genießen oder leiden es. Dem ist aber nicht so. Das, was damit verwechselt wird, ist Steuerung. Eine Person kann eine andere Person steuern, ihm also Vorschriften machen oder ihr. Und Steuerung ist immer grundsätzlich mit Macht verbunden. Denn wenn Ihnen jemand sagt, Sie sollten irgendwas tun, ist es ja überhaupt nicht selbstverständlich, dass Sie es machen. Also warum? Es muss irgendetwas geben, das Sie dazu veranlasst, auch das tatsächlich zu tun, was Ihnen eine Checkliste oder ein Vorgesetzter sagt. Und dieses Etwas ist ein sozialer Mechanismus und der heißt Macht. Nur wenn Macht im Spiel ist, kann Steuerung vollzogen werden. Sonst würde Ihnen das egal sein. Das ist auch das Grundprinzip von Schule. Ohne Macht würde unser heutiges Schulsystem nicht funktionieren. Stellen Sie sich vor, dass die Kinder immer wieder fragen würden, ist 2 plus 2 wirklich 4? Jetzt braucht es jemand, der irgendwann sagen kann, ich habe die Schnauze voll, das ist so, weil ich sage, Punkt. Und wenn nicht klar ist, dass diese Person auch später meine Arbeiten korrigiert und um meine Versetzung entscheidet, dann ist das nicht so, wäre das ja nicht so wichtig. Aber es ist halt wichtig, weil ich versetzt werden will, aus welchen Gründen auch immer. Das heißt, ohne Macht ist Steuerung nicht möglich. Und andersrum wird ein Schuh draus. Führung ist das Gegenteil von Steuerung. Führung entsteht dann, wenn Personen einer anderen Person folgen. Dann in dem Moment hat Führung stattgefunden. Führung erkennen Sie also immer erst, nachdem es stattgefunden hat. Führung entsteht nicht durch die Person, die es scheinbar tut, sondern durch alle anderen, die der Person folgen. Nicht die Person, die führt, kann entscheiden zu führen, sondern die Person, die folgen, entscheiden, dass dieser Person gerade Führung zugesprochen wird. Der Mechanismus ist andersrum. Und es kann nur passieren, dieser Person freiwillig zu folgen, wenn keine Macht im Spiel ist. Das heißt, Führung ist mit Macht de facto kaum möglich.
Jetzt können Sie sagen, aber ich bin Führungskraft und ich habe Macht über meine Mitarbeiter. Ich kann über Gehälter entscheiden, über Urlaub, über Versetzung, über Dienstwagen, wer weiß was. Und trotzdem folgen die mir. Ja, ja, klar, aber nicht freiwillig. Aber ich bin ganz nett. Also ich bin richtig lieb zu denen. Und wenn ich denen einen Vorschlag mache, dann müssen die das auch nicht so tun. Die können den Vorschlag ablehnen. Ja, glaubst nur du. Denn stellen Sie sich die Situation vor. Ein Chef kommt und sagt, hier, liebes Dreierteam, ihr könnt machen, was ihr für richtig haltet. Und wenn ihr mich fragt nach meinem Rat, dürft ihr den ablehnen. Immer. Ich würde es wahrscheinlich so und so machen, aber wie ihr es tut, ist ganz frei in eurer Entscheidung. Jetzt überlegen Sie mal, was in den Menschen vorgeht. Die sagen sich Folgendes. Jedenfalls müssen Sie das immer mitdenken. Er hat uns folgenden Ratschlag gegeben. Ich glaube, das ist nicht die beste Möglichkeit, unser Problem zu lösen. Ich würde gerne etwas anderes machen. Was aber, wenn das nicht funktioniert? Wenn ich auch nicht recht habe und meine Idee auch nicht funktioniert, wird dann mein Chef womöglich im nächsten Jahresgespräch meine Versetzung gefährden? Wird er mir womöglich aufs Brot schmieren? Ich hätte doch besser seinem Rat gefolgt. Egal wie die Sache ausgeht, der Mitarbeiter denkt das immer mit. Es gibt eine neue interne Referenz. Steuerung durch Macht ist eine interne Referenz, die beeinflusst das Verhalten. In jedem Meeting, was Sie besuchen, können Sie als Externer, wie mir gelingt das in Sekunden, alleine an dem Augenspiel erkennen, wer in diesem Raum formale Macht hat. Sobald Vorschläge auf ihn gucken, das ist so, Schiedsrichter nennen das peripheres Sehen, da wird versucht zu gucken, wie guckt der Chef? Lächelt der oder nicht? Das ist diese, das habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon erzählt, die HIPPO, ne? die Highest Paid Person's Opinion. Also die Meinung des Höchstbezahlten im Raum. Auf die guckt man, weil es eben relevant ist, was diese Person sagt. Nicht, weil sie das Problem möglicherweise besser lösen kann. Vielleicht schon, ja. Vielleicht auch nicht. Aber trotzdem guckt man hin. Und dieser Unterschied, den hat Abbott verstanden zwischen Führung und Steuerung. Und Abbott hat als Beratungsunternehmen fast immer Probleme zu lösen, die den Problemen von Rusty Ryan und Danny Ocean entsprechen. Sie müssen immer neue Dinger drehen. Sie sind ähnlich, ja, klar. Es geht immer um SAP, es geht immer um Bankraub, soweit ist schon klar. Aber jedes Mal ist der Deal ein bisschen anders. Und deswegen hat Abbott ganz bewusst darauf verzichtet, Steuerung herbeizuführen in den Teams, sondern ausschließlich auf Führung gesetzt und weiß, dass sobald ich Ämter vergebe und damit formale Macht verbinde, ich die Führungsmöglichkeiten reduziere. Und deswegen lautet das zweite Prinzip, ohne Ämter entstehen Engagement und Verantwortung. Nicht mit Ämtern. Verantwortung ist kein Amt und Engagement auch nicht. Aber Ämter im Sinne von formale Macht können Engagement und Verantwortung sehr stark reduzieren. Gucken wir nochmal auf Ocean's 11. Der Film ist ja eigentlich uralt, der wurde schon in 60er Jahren gedreht und dann war das nur ein Remake in der Fassung mit Brad Pitt und George Clooney und natürlich noch vielen anderen. Und für mich ist das sowas wie ein Lehrfilm für moderne Projektteams. Vielleicht den besten Lehrfilm, den man sich antun kann. Denn es passen alle Prinzipien, die ich auch im Nachhinein heute noch zeige, könnte man mit diesem Film visualisieren. Deswegen, wenn Sie mal nicht wissen, was Sie mit Ihrem Team machen, machen Sie mal kein Meeting, gucken Sie den Film. Obwohl Ihre Meetings dauern länger, also Sie können noch ein Meeting machen und den Film gucken, sozusagen. Gucken Sie 95 oder 100 Minuten diesen Film und versuchen Sie sich klarzumachen, was da passiert. Das Entscheidendste, was man an diesem Film, glaube ich, darstellen kann, ist, dass Selbstorganisation immer irgendwas mit Mannschaften zu tun hat. Und Danny Ocean und Rusty Ryan stiften ein Team, eine Mannschaft, wie sie besser nicht sein könnte. Und es gibt so ein paar Eigenschaften von Mannschaften, die ich Ihnen nicht verheimlichen will. Und die erste hängt eben schon mit diesen Personen zusammen.
Wenn Sie den Film genau gucken, werden Sie erkennen, dieses Team hat keinen Chef. Sehr wohl aber einen Stifter, nämlich Danny Ocean, eigentlich sogar zwei. Danny und Rusty. Die fragen am Anfang des Filmes alle möglichen anderen, ob sie mitmachen wollen. Die können aber alle ablehnen. Es gibt keine formale Macht. Sie sagen aber zu, weil Rusty und Danny Ansehen haben bei ihnen. Sie wissen, wenn Danny das Ding vorschlägt, dann könnte das klappen. Ob es klappt, weiß keiner. Aber es könnte klappen. Und sie wissen auch genau, wenn es schief läuft, stecke ich genauso tief in der Scheiße wie Danny auch. Wir sind beide am Arsch. Nicht nur er, nicht nur ich, beide. Und wenn es klappt, dann gewinnen wir beide. Also der Amerikaner würde sagen, man hat Skin in the Game. Man steckt tief drin. Man kann sich nicht rausreden. Man ist mit Haut und Haaren drin in diesem Projekt, wenn Sie so wollen. Das ist natürlich bei einem Bankraum extrem, weil es sich hier um eine illegale Sache handelt, aber in der Übertragung, Abstraktion können Sie das sehr wohl auf Ihre Fälle übertragen. Man steckt drin. Früher haben die Baumeister, Sie wissen das, die erste Nacht unter der Brücke geschlafen, die sie selber gebaut haben. Das ist Skin in the Game. Man durfte als Abgeordneter im Mittelalter nur für Krieg stimmen, wenn man gleichzeitig zugestimmt hat, dass der eigene Sohn in diesen Krieg hineinzieht. Das ist Skin in the Game. Und so ist auch Skin in the Game ein echtes Risiko zu tragen. Nicht ein verlorenen Bonus, das ist kein Risiko, sondern ein echtes Risiko zu tragen. Zum Beispiel soziale Missachtung. Das wäre, muss ja nicht gleich Gefängnis sein. Das wollte ich Ihnen jetzt nicht empfehlen, aber soziale Missachtung könnte tatsächlich ein echtes Risiko sein. Wer bei Ihnen im Laden ein echtes Projekt versemmelt, der wird schief angeguckt, oder? Gut so. Wenn Sie einen Mechanismus gefunden haben, wo das nicht passiert, sollten Sie das Projekt nicht durchführen. Es braucht dieses echte Risiko. Da ist Skin in the Game. Aber ein Projektteam, eine gute Mannschaft hat Stifter, aber keine Chefs. Innerhalb auch des Ablaufes kann jeder jederzeit aussteigen. Und jeder weiß, dass er damit die ganze Mannschaft sprengt. Aber jeder weiß auch, mit dieser Mannschaft könnte es wirklich funktionieren. Das ist eine gute Eigenschaft von Mannschaften. Echte Mannschaften erbringen Wertschöpfung vollständig. Sie machen keine funktionalen halben Sachen, sondern sie erledigen alles von vorne bis hinten. Wenn ich gucke, wie heute in vielen Unternehmen agile Teams entwickelt werden, wird mir nur schaurig, weil sie eben nicht Wertschöpfung als Ganzes erbringen, sondern immer nur kleine Teilbereiche herausgeschnitten werden, die man ja nur wieder an internen Referenzen messen kann. So entsteht aber keine Verantwortung, kein Engagement. Also nur wenn eine Mannschaft vollständige Wertschöpfung erbringt für das echte Problem, dann kann genau das entstehen, was da hinten steht. Gute Teams wissen, dass Passung wichtiger ist als Kompetenz. Jeder Einzelne von diesem Team, von den Ocean's 11, ist ein echter Experte. Da gibt es diese zwei Freaks, die irgendwie die ganze Zeit Autos fahren und Autos zu Schrott fahren und die schnell sind. Dann gibt es den Sprengstoffexperten, dann gibt es diesen kleinen Schlangenchinesen. Ein paar Klischees müssen eingebaut werden bei Hollywood, ganz klar. Es gibt übrigens nur Männer. Erst bei Ocean 13 sind es dann nur Frauen. Aber es gibt dann den alten jovialen Typen, der halt ständig Ablenkungsmanöver macht. Dann gibt es den Geldgeber in dem Spiel, der immer nur hinter den Kulissen spielt. Es gibt ganz, ganz verschiedene Rollen. Rusty Ryan macht in dem Bruch, den sie dann schließlich machen, alleine 5 verschiedene Jobs, komplett unterschiedlich. Und was sie sehr schnell herausfinden, ist, dass die Passung zueinander noch wichtiger ist als die Kompetenz der Einzelspieler. Es ist eine uralte Weisheit, die echte Teams beherzigen. Jeder ist unverzichtbar und er ist Teil des Teams, und wenn er nicht unverzichtbar ist, ist er draußen. Das wissen gute Teams. Schlechte Teams in meiner Erfahrung sind häufig zu viel von dem moralischen Wunsch getrieben, doch was zusammenzumachen.
Also ich bin Musiker und ich kenne diesen Spruch zuhauf. Wenn Sie mal irgendwie auf einer Bühne stehen und nach der Bühne spricht man mit Ihnen, ist der häufigste Spruch, den Sie bekommen, wir müssen unbedingt mal was zusammen machen. So, ne? Das sind alles nur Sprüche. Und dieses Gefühl, lass uns mal was zusammen erreichen, wir sind doch gemeinsam stärker als alleine, verführt auch viele Unternehmen dazu, um der Mannschaft wegen eine Mannschaft zu machen. Nicht um des Problems wegen, sondern um der Mannschaft wegen. Und dann gibt es auch diverse Regeln, wie man gute Mannschaften zusammenstellt. Alles interne Referenzen, die haben nichts mit dem Problem zu tun. Gute Mannschaften wissen ganz genau, jeder, der in der Mannschaft ist, ist unverzichtbar und wenn er nicht unverzichtbar ist, ist er draußen. Weil wir wollen ein Problem lösen, keine Moralvorstellungen erfüllen, sondern wir wollen echtes Problem lösen, also den Bruch machen. Und was gute Mannschaften auszeichnet, ist, dass sie sowas wie einen kulturellen Kitt haben. Manche nennen das auch soziale Dichte. Schöner Begriff eigentlich. Der zeigt, dass ein echtes Team, eine echte Mannschaft immer eng aneinander dran ist. Die wissen um des anderen Stärken und Schwächen. Die wissen um des anderen Probleme. Die passen gegenseitig auf sich auf. Die stehen ja auch für sich ein, die helfen dem anderen, aber sie schützen ihn nicht vor allen Problemen, die aufkommen. Aber sie sind eng dran und sowas wächst. Die meisten guten Mannschaften wachsen über einen gewissen Zeitraum. Wer gerne Fußball guckt, weiß das auch. In den wenigsten Fällen entsteht im ersten Jahr mit 5 neuen Spielern eine gute Mannschaft. Das passiert erst im zweiten oder dritten Jahr, weil jedes gute Team hat eine Geschichte und wächst erst so zusammen. Wenn man das wüsste, was eigentlich uralt bekannt ist und nicht erst seit heute Ihnen in den Kopf getrichtert wird, dann wundert man sich aber doch umso mehr, dass in so vielen Unternehmen Projektteams temporär gebildet werden. Temporäre Projektteams funktionieren nicht. Schluss aus. Man kann nicht in 2 Stunden pro Woche ein Team bilden. Das geht nicht. In einem Team bildet sich ja sowas wie eine eigene Kultur. Und außerhalb des Teams, also dann wieder in den Abteilungen, herrscht eine ganz andere. Das ist völlig normal. Aber Menschen haben keinen Schalter. Die können nicht sagen, ach guck mal, jetzt gehe ich in die andere Kultur. So. Das heißt, wenn Sie echte Mannschaften haben wollen, gibt es nur eine Möglichkeit, Fulltime. Alles andere ist Kokolores. Und Danny Ocean und Rusty Ryan wissen das natürlich ganz genau, vielleicht auch nur die Regisseure, und schaffen so eine echte Mannschaft, die eben tatsächlich als Gesamtes leisten und niemals irgendwie etwas in Einzelleistungen herunterbrechen würden. Das letzte Prinzip, was ich mit dieser Story erzählen kann, ist unmittelbar einleuchtend, glaube ich, wenn Sie einen Bruch machen. Die Früchte der Arbeit verdienen alle Beteiligte gemeinsam. Das heißt nicht, dass jeder das Gleiche verdient in Ihrem Kontext. Keine Sorge, es ist keine sozialromantische Illusion, die ich hier verfolge, sondern die Idee, dass Einzelleistung nicht existiert bei einer echten Mannschaft, sondern dass die Leistung, also in diesem Falle die Beute, nur dann an sich gerissen werden kann, wenn alle gemeinsam ihren Teil des Jobs machen. Einzelbeiträge sind nicht zu ermessen. Wenn einer seinen Job nicht tut, können alle anderen ihren auch nicht machen. Das heißt, das Ergebnis aus der gemeinsamen Arbeit gehört allen. Wie Sie das jetzt praktisch verteilen, darüber können wir uns gerne unterhalten. Da gibt es viele, viele Spielarten. Aber Teams und auch die Arbeit gehört dazu, würde nie auf die Idee kommen, individuelle Boni zu verteilen. Das konterkariert alles, woran Sie glauben. Es gibt unterschiedliche Gehälter, ja natürlich, die gibt es. Unterschiedliche Altersklassen, unterschiedliche Expertisen, unterschiedliche Verfügbarkeit am Markt. Bewirkt unterschiedliche Gehälter, aber das Ding, was die am Schluss rauskriegen, die Beute, die wird geteilt. Nach ganz bestimmten Prinzipien natürlich und auch sogar nach Regeln. Da bleibt was bei den Gesellschaftern, da geht was in die Company und der Rest geht eben an alle, die in irgendeiner Art und Weise dazu beigetragen hat. Und wer nichts beigetragen hat, gehört nicht dazu und ist draußen, fertig. Also diese Klarheit, auch in der Absprache, die imponiert mir bei Abbott wie auch bei den Ocean's 11. Einen kleinen Einschub will ich machen. Die Zeit bleibt mir noch.
Ich will über Prinzipien reden. Der Unterschied zwischen Prinzipien und Regeln ist auch hier schon häufig thematisiert worden. Regeln beschreiben eine Wenn-Dann-Beziehung. Wenn die Situation so ist, dann mache bitte das. Und Regeln versagen, ich glaube, das ist auch jedem klar, wenn die Situation nicht genau auf die Regel passt. Und genau über solche Jobs reden wir ja. Wir reden nicht über den Routinejob, der schon 100-mal so gelaufen ist. Wozu bräuchte ich da eine Mannschaft aus verschiedenen Experten, die selber denken? Wozu bräuchte ich Engagement? Wozu bräuchte ich Verantwortung? Für was denn? Nein, nein, wenn es solche Jobs sind, die immer wiederkehrend gleich sind, brauche ich Pflichterfüller. Alles gut. Aber für das Ausrauben von 3 verschiedenen Casinos gleichzeitig, da brauche ich Ideen. Und jetzt auf einmal kommen Situationen zustande, die so noch nie da waren, und dann helfen halt keine Regeln. Jetzt brauche ich Prinzipien. Und Prinzipien schaffen Orientierung. Also wie kann ich Orientierung schaffen, wenn Steuerung abwesend ist und Regeln nicht funktionieren? Das ist die entscheidende Frage. Und viele Unternehmen, Sie beobachten sich bitte wieder selber, versuchen schon in diese Richtung zu denken und versuchen, Prinzipien aufzuschreiben. Manche nennen es Werte. Ich weiß, dass das im Kern was anderes ist, aber die sehen dann so aus, wenn sie niedergeschrieben ist, wie Prinzipien. Oder sie versuchen es mit einer Strategie. Auch da habe ich eine gute Vorstellung, was das eigentlich ist, aber viele sehen dann so aus wie Prinzipien. Aber geben diese Prinzipien Orientierung? Das ist die entscheidende Frage. Also in welcher konkreten Situation, das ist vielleicht die Frage, die Sie sich stellen müssen, wenn Sie an Ihren Werten vorbeilaufen, die meistens ja im Flur ausgehängt sind, in welcher konkreten Situation, wo ich eine Entscheidung zu treffen habe, unter Abwesenheit von Regeln und Vorschriften, hilft mir dieses Prinzip bei der Entscheidung? Und dann werden Sie feststellen, gar nicht so viele. Also dann steht da zum Beispiel, wir stellen den Kunden in den Mittelpunkt. Okay, was heißt denn das jetzt? Wo bringt mir das Orientierung? Die Testfrage, die Sie sich immer stellen können, etwas kann nur Orientierung schaffen, wenn das Gegenteil davon auch vernünftig wäre. Dann kann es Orientierung schaffen. Also eine Fußballmannschaft könnte sich sagen, wir greifen über links an, weil wir links den schwächeren Abwehrspieler identifiziert haben. Unsere Taktik ist es, vornehmlich über links anzugreifen mit langen Pässen. Ob das zum Erfolg führt, weiß ich nicht, aber es ist sowas wie eine Taktik oder auch gerne ein Prinzip, denn man könnte ja auch über rechts angreifen, wäre auch möglich. Mannschaften haben auch schon über rechts gewonnen. Aber wir stellen den Kunden in den Mittelpunkt. Was wäre denn das Gegenteil? Wäre das immer noch vernünftig? Natürlich nicht, weil ein Unternehmen ist nur dann ein Unternehmen, wenn es Kundenprobleme löst und dabei mehr Geld einnimmt, als es ausnimmt. Sonst existiert es ja gar nicht mehr. Also man kann gar nicht den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Außerdem, was für ein Mittelpunkt? Also, wir sind doch kein Spielfeld. Also so ein Satz kann keine Orientierung geben. Wir wollen wachsen. Was wäre das Gegenteil? Wir wollen schrumpfen. Das schreibt aber keiner. Das ginge vielleicht gegebenenfalls, aber ist eher theoretischer Natur. Oder eben auch, wir sind innovativ. Ja, was, wem soll das wann Orientierung geben? Oder wir sind agil. Tolles Wort, großartig. Aber wo ist das Prinzip? Wo ist das Gegenteil, was auch vernünftig wäre in der jeweiligen Situation? Wir sind ehrlich zueinander. Wo ist das entscheidend? Abgesehen davon, dass die meisten Mitarbeiter über sowas eh nur lachen, weil sie ständig bemerken, dass das, was da steht, gar nicht dem Alltag entspricht. Das sind andere Phänomene. Aber es sind schon mal gar keine Prinzipien. Prinzipien wären, wir reisen ökologisch. Das wäre ein Prinzip. Weil man könnte ja auch nur wirtschaftlich reisen. Bei Abarth heißt übrigens das Prinzip, wir reisen wirtschaftlich. Ich kenne ein anderes Unternehmen aus Braunschweig, die haben das Prinzip aufgestellt. Nein, nein, wir reisen ökologisch. Das heißt nicht, koste es, was es wolle, nein. Aber unser erstes Augenmerk, wenn es darum geht, welches Verkehrsmittel wählen wir, ist ökologisch.
Das will ich Ihnen nicht empfehlen, ich will Ihnen nur den Mechanismus von Prinzipien deutlich machen. Sie können schreiben, ich kenne einen Maschinenbauer, der macht das, Qualität geht vor Geschwindigkeit. Ja, Termine sind wichtig, aber es passiert bei uns nicht, so ist der Wunsch, so ist das Prinzip, dass irgendein Qualitätsfehler noch drin ist, bevor ausgeliefert wird. Ich kenne auch Maschinenbauer, die machen es andersrum. Geschwindigkeit geht vor Qualität, auch okay. Bananenprodukte, die reifen dann beim Kunden. Alles möglich. Aber es wäre eben ein Prinzip, weil es etwas ausschließt, was auch plausibel wäre. Oder Pünktlichkeit geht vor Effizienz. Können Sie auch machen. Und das ist das Prinzip von einer Gruppe von 5000 Logistikexperten, die nicht etwa hier in Deutschland, sondern in Mumbai ihr Unwesen treiben. Der eine oder andere hat das schon mal gehört. Die Dabbawallas. Die Dabbawallas sind die wahrscheinlich leistungsfähigste Logistikorganisation in der Welt. Dabei sind sie sogar auch noch profitabel. Das System der Dabbawallas wurde um die Jahrhundertwende, also um die letzte Jahrhundertwende, von den britischen Kolonialherren eingeführt, die in der Stadt von Mumbai Essen haben wollten. Aber es gab halt kaum irgendwie Verpflegung und dann musste irgendwie das Essen von außen reingebracht werden. Heute, im 21. Jahrhundert, sieht die Situation so aus, dass Hunderttausende von Indern in der Innenstadt von Mumbai arbeiten. Es gäbe dort zwar gastronomisches Angebot, aber das ist für die meisten unerschwinglich. Stattdessen gibt es ein System, was das Essen von den Vororten in die Innenstadt bringt. Das heißt ganz konkret, die Hausfrau, und dieses Rollenklischee ist dort zu 99,9% die Wahrheit, kocht das Essen vormittags und füllt es in so kleine Blechdosen, Tiffins genannt, ab. Und eine Horde von Fahrradkurieren holt diese Tiffins ab, so gegen 10 ungefähr, plus minus eine halbe Stunde. Und diese Fahrradkuriere bringen diese Hunderten und Aberhunderten von Tiffins dann zum Ortsbahnhof. Von da aus werden sie in die verschiedensten Kisten gepackt, sortiert, nach Farbcodes, die auf den Tiffins draufgemalt werden, damit auch die ganzen analphabetischen Dabbawallas das lesen können. Dann werden in den Vorortszügen werden diese Tiffins in Richtung Zentrum gebracht, an den entsprechenden Haltestationen entleert. Dort wird es wieder sortiert und weitere Hunderte von Fahrradkuriere stehen an jeder Stelle und bringen diese Tiffins an den Arbeitsplatz dieser Person von seiner Ehefrau gekochtes Essen. 200.000 Stück pro Tag. Hin und 200.000 Stück zurück. Unpünktlich ist eine Sendung von 6 Millionen. Fragen Sie mal die DHL. Und wohlgemerkt, mit Analphabeten und ohne Lynchpin. Das heißt eigentlich nur, was wäre nur möglich, wenn man jetzt noch Lynchpin einsetzt, natürlich. Aber Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Es gibt dort ein Gestaltungsmerkmal von Hochleistungsmannschaften. Diese 5000 Dabbawallas sind selbstorganisiert. Die sind alle selbstständig. Die sind in einer Genossenschaft organisiert, aber sie sind selbstständig. Es gibt keine formale Macht in dem System. Sie organisieren sich selbst über das Prinzip, was man auch das Danny Ocean-Prinzip nennen könnte, über Ansehen, was manche Personen haben und was manche andere nicht haben. Und diese Gruppen schaffen es sich eben über das Prinzip Pünktlichkeit vor Effizienz ganz hervorragend selbst zu organisieren. Und sie verfügen über alles Wissen, was sie brauchen, um so leistungsfähig zu sein. Und das führt uns zu den beiden letzten Prinzipien, nämlich Organisationen wären leistungsfähig und anständig, sobald Wissen kein Machtinstrument ist. Sie werden von mir selten das Wort Transparenz hören. Ich habe mir das abgewöhnt irgendwie in letzter Zeit, denn ich glaube, da steckt irgendwas steckt da drin, was nicht so richtig passt. Ich behaupte, Transparenz ist ein Gefühl. Transparenz kann man nicht schaffen.
Transparenz ist nämlich ein Gefühl und Gefühle kann man nicht willentlich erzeugen. Transparenz ist das Gefühl, dass ich alles weiß, was ich wissen müsste. Aber das ist nicht herstellbar. Denn wenn ich ganz vieles weiß, weiß ich immer noch nicht, ob ich alles weiß, auch das, was ich gerade nicht weiß. Wenn ich alles sagen darf und keiner zensiert das, was ich sage, dann weiß ich immer noch nicht, ob nicht womöglich was anderes zensiert werden würde, was ich nicht gesagt habe. Transparenz ist meiner Ansicht nach eher ein Gefühl. Also wir haben es hier eher mit dem Thema Vertrauen zu tun als mit Daten. Aber was man tun kann als Unternehmen ist, Informationen oder mindestens mal Wissen zur Verfügung zu stellen. Information entsteht eigentlich erst beim Rezipieren von Wissen, aber Wissen können Sie bereitstellen. Sie können alles bereitstellen an Daten, was man wissen sollte, um eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Und das ist bei den Daba-Wallas natürlich der Fall. Da weiß jeder, von wo das Essen kommt und wo es genau hin muss. Da ist es trivial. Aber es ist noch bei einer letzten Geschichte sehr relevant, die ich Ihnen noch zum Abschluss erzählen will. Die, und das verbindet mich auch ein bisschen mit Seibert Media, der Fußballleidenschaft wieder in Verbindung gebracht werden muss. Nämlich vor fast einem Jahr, sogar einen Monat früher, 17. April 2017, manche erinnern sich, gab es einen Bombenanschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund. Nun muss man kein Borussia Dortmund-Fan sein, um diesem Ereignis eine gewisse Tragik zuzusprechen. Sie wissen, es wurden zwei Bomben gelegt, so Splitterbomben, die einen Abwehrspieler, Marc Bartra, an der Schulter verletzt haben und ein anderer Polizist hat ein Knalltrauma erlitten. Sonst blieben zum Glück alle weitestgehend schadlos, nur ein großer Schrecken und der war ziemlich groß. Und an dem Abend sollte ein sehr wichtiges Spiel stattfinden, das Viertelfinale der Champions League, Borussia Dortmund gegen Monaco. Und in den Wochen und Monaten davor gab es schon so einige Terroranschläge, die irgendwelchen extremistischen Hintergrund hatte. Und das vermutete man sofort auch. Später klärte sich auf, es war ein geldgieriger Einzeltäter. Aber die Sorge war natürlich erstmal groß, die Panik gigantisch. Die ganze Stadt wurde abgesperrt. Man stand auf einmal vollkommen ratlos da. Und schnell stellte sich heraus, eine halbe Stunde später schon, das Spiel wird abgesagt. Und am nächsten Tag nachgeholt. Was für die Dortmunder Fans ärgerlich und schade und traurig war, aber für die monegassischen Fans ein echtes Problem. Es wurden über 5000 Karten an monegassische Fans verkauft, deswegen weiß man nicht ganz genau, wie viele hinterher wirklich gestrandet sind, aber man kann abends nicht mehr weg. Und man wollte auch abends nicht mehr weg, weil man ja das Spiel am nächsten Tag sehen wollte. Aber Hotelzimmer gab es natürlich keine mehr. Das war klar, auch in den allermeisten Orten drumherum nicht mehr. Es war ja auch schon fast 9, als es klar wurde, dass das Spiel abgesagt wurde. Und jetzt auf einmal kann man erkennen, was selbstorganisierte Mannschaften, wäre in diesem Falle vielleicht der falsche Begriff, aber Gruppen zu leisten imstande sind, wenn sie über Wissen verfügen. Die ganze Zeit wurde also mittels der typischen sozialen Medien, meist Twitter und Facebook, versucht, die Situation irgendwie zu erklären und irgendwie Informationen über die Idee zu sammeln, bis sehr schnell sich sowas wie, Professor Kruse aus Bremen hat das immer zirkuläre Erregung genannt. Also einer kam auf die Idee, man könnte doch ein paar monegassischen Fans helfen und sie einfach zu sich nach Hause einladen. Und das wurde dann so langsam publik und wurde ein immer größeres Phänomen. Es entstand ein Hashtag, Bad for Away Fans. Es waren vorher so 20 Hashtags. Irgendwann meanderte sich ein Hashtag heraus. Und unter diesem Hashtag konnten sich schlafbedürftige und essensbedürftige Fans, monegassische Fans, irgendwie melden oder haben sich gemeldet. Das hat ja keiner erlaubt oder nicht erlaubt, sonst haben es einfach getan. Und es wurde aufgegriffen von Dortmunder Fans und die haben denen geholfen. Und in was für einer Detailtreue, ist unglaublich. Die haben ja nicht einfach nur gesagt, wir helfen euch. Nein, da wurde dann klar gesagt, zwei Fans, ihr beiden da, die ich euch über Twitter jetzt gerade verbinde, ihr könnt bitte an der U-Bahn-Haltestelle Hollersweg aussteigen. Da holen wir euch ab. Wir sind, Dieter und Klaus. Und dann gibt es
Und Dieter und Klaus wussten, da kommen jetzt zwei monegassische Fans. Und Dieter wusste, ich habe noch ein bisschen Bier im Kühlschrank. Und Klaus wusste, ich habe noch Tiefkühlpizza. Und ich habe eine Couch und er hat eine Couch. Und dann kommen die da beide an und dann treffen wir uns da. Also die hatten nicht das Wissen über alles, aber so viel relevantes, lokales Wissen, dass sie selbstständig hervorragende Entscheidungen treffen konnte. Wie viele Fans hinterher tatsächlich bei Dortmunder Fans übernachtet haben, weiß man nicht. Es müssen ein paar tausend gewesen sein. So viel steht heute fest. Stellen Sie sich nur eine Sekunde vor, das hätte man mit zentralem Projektmanagement machen wollen. Allein die Zeit, die es gebraucht hätte, herauszufinden, wie viele Fans eine Unterkunft suchen, wie viele Fans eine Unterkunft anbieten, wo die einzelnen Suchenden sind und wo die einzelnen Anbietenden sind. Alleine diese Datensammlung hätte ein paar Tage gedauert. Wahrscheinlich Wochen. Da war das aber schon alle wieder vorbei. Also eine kleine Geschichte, die zum einen dieses Wissen als nicht existentes Machtinstrument, als auch die das letzte Prinzip deutlich machen, dass man mit Überraschungen nur umgehen kann, wenn man vorbereitet ist. Wenn man also nicht Plänen folgen muss, sondern sich der Möglichkeit hingibt, Überraschungen mit Vielfalt irgendwie zu begegnen. Angesichts der Zeit will ich mit einem letzten Plädoyer diesen kleinen Vortrag beenden, nämlich dem Standardargument, dem Killerargument gegen jede Form von Selbstorganisation, was Sie alle schon mal gehört haben. Und ich vermute, der eine oder andere von Ihnen auch schon mal gedacht hat, ganz heimlich. Das sagt man nicht, aber das denkt man. Und dieses Argument lautet, mit meinen Leuten geht das aber nicht. Also das kann ja der Abbott in Bremen. Ja, ja. Danny Ocean. Klar. Ein Film ist das. Ja, ja, in Mumbai. Ja, Google kann das. Ja, hier Cybert Media, guck dir mal diese Büros an. Da mag das ja gehen. Aber mit meinen Leuten in Ostwestfalen, in Niederbayern, an der Küste, nee. Mit meinen Leuten geht das nicht. Das ist das Hauptargument. Und worauf ich einfach nur hinaus will, ist, diese optische Täuschung, die das ist, die liegt bei Ihnen, bei nirgendwem anderen. Wenn Sie tagtäglich Ihre Mitarbeiter in einem Fußballstadion beobachten und die brüllen und schreien, wenn die eigene Mannschaft ein Tor schießt und heulen, wenn die gegnerische Mannschaft ein Tor schießt, die sich Bier holen geht und ständig Ole, Ole, Ole ruft, dann können Sie sich natürlich nicht vorstellen, dass die gleichen Menschen auch in eine Oper gehen könnten, still die Arien genießen und ruhig sein könnten. Und Sie werden, wenn vorne einer steht und sagt, schick deine Leute doch mal in die Oper, ständig sagen, das mag ja schön sein, das geht mit den Seibert-Mitarbeitern. Aber meine brüllen den ganzen Tag. Mit meinen geht das nicht. Es ist aber lediglich eine, und zwar Ihre optische Täuschung, weil Sie sie nur in einem anderen Kontext beobachten. Wenn Sie Kontexte bauen, und ich hoffe, diese 7 Gestaltungsprinzipien geben Ihnen ein bisschen Unterstützung dabei, wie solche Selbstorganisationsräume gebaut werden können, dann ist vieles möglich. Die technische Unterstützung, das hat Martin auch vorhin hier schon gesagt, ist der Befähiger, nie die Voraussetzung. Wenn Sie keine echten Probleme haben, kann auch das beste Atlassian-Tool nichts mehr ausrichten. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter Teilzeit in Mannschaften reinkippen, kann das Lynchpin noch so ausgefeilt sein. Es bringt alles nichts. Wenn Sie nicht das nötige Wissen bereitstellen, was nötig ist, ist es wurscht, ob das Tool mit Touch oder nicht mit Touch bedient werden kann. Wenn das aber alles da ist, dann können natürlich solche Tools echte Booster sein. Aber mir wäre wichtig, dass Sie zuerst denken und dann kaufen. In dem Sinne, alles Gute Ihnen, viel Spaß heute noch. Dankeschön. Lars, danke schön. Das war großartig. Drei Fragen haben wir, okay. Drei Fragen. Also eine Sache muss ich den Lars jetzt sozusagen, ich habe ja einen Werbeblock eingeschoben und ich würde dich bitten, Lars, auch einen Werbeblock einzuschieben. Ich glaube nämlich, dass hier der ein oder andere sitzt, der sich denkt, das ist alles cool, aber ich kann das nicht herstellen. Also ich verstehe diese Prinzipien und ich will das auch machen, aber ich habe nicht die Macht, um das in meinem Unternehmen zu bewerkstelligen. Also ich glaube dir, ich will dir folgen, ja. Und was tue ich jetzt? Und ich weiß, dass ihr mit Intrinsify Me
für solche Leute Events macht, dass du dazu zumindest ein paar Ideen hast. Vielleicht ist es auch nur eine Selbsthilfegruppe, wo man sich dann gegenseitig erzählen kann, wie schrecklich die Welt so ist. Erzähl doch mal den Konzernmitarbeitern hier, die nicht Vorstand sind, wie sie jetzt sozusagen damit umgehen können, was ihr als Netzwerk anbietet, was es da für Möglichkeiten gibt. Es gibt ja prinzipiell immer zwei Möglichkeiten, wie man in eine große Veränderung reinkommen kann. Die erste bedeutet über Schmerz oder Lust. So. Also wenn es so richtig wehtut, Sie schon alles probiert haben, um Projekte besser hinzukriegen und seit Jahren scheitern, die Ergebnisse werden immer schlechter, dann kann sich oftmals was tun. Oder wenn irgendeiner da ist, der so viel Bock hat, so zu sein wie Seibert, dann kann auch was passieren. Aber es gibt meiner Ansicht ja noch eine dritte Möglichkeit, sich wirklich Veränderungen anzuschließen, und das ist Erkenntnis. Also sozusagen Überzeugung, intellektuell wie emotional. Und damit so etwas stattfinden kann, muss man lernen können, damit Erkenntnis stattfinden kann. Und sowas bieten wir mit Intrinsify Me an. Wir heißen übrigens gar nicht mehr Intrinsify Me, wir heißen nur noch Intrinsify, alles noch schlanker, noch cooler. Und tatsächlich, wie Martin schon sagte, wir verstehen uns als Plattform, als Think Tank sozusagen, ohne eine eigene Ideologie. Also meine Meinung, die ich hier heute von Ihnen präsentiert habe, ist meine Meinung und nicht die des Netzwerkes. Im Netzwerk sind so viele Meinungen, wie es Leute gibt. Aber dort treffen Sie Vordenker, Vormacher, Nachahmer, Hilfesuchende, Therapiebedürftige, Lehrer, Schüler aus allen möglichen Fachrichtungen, sei es agil, sei es im Maschinenbau, sei es im Bankenwesen, sei es Berater, die tatsächlich lernen wollen und sich inspirieren lassen wollen, wie dieses ganze neue Arbeiten denn irgendwie funktioniert. Ist das nur Schein? Ist das nur hip? Ist das nur Bällebad? Oder ist das substanzvoll? So mache ich damit mein Unternehmen besser. Und wie genau? Und die verschiedensten Formen der Angebote gibt eben die Möglichkeit, das im großen Rahmen mit vielen zu tun, in so einem Open Space, wie heute Nachmittag hier auch, oder in sehr kleinen, sehr geschützten Räumen, wo man mal mit einem echten Vormacher seiner Szene mal einen halben Tag geschützt sprechen kann mit 10, 15 Leuten. Es gibt Online-Angebote und Offline-Angebote. Also es gibt viele Möglichkeiten. Schauen Sie rein in intrinsify.de und Sie werden sehen, was da alles möglich ist, um schlauer zu werden. Ohne mich. Gibt es Fragen? Ich glaube, es gibt ganz viele Fragen. Aber genau, zwei können wir zulassen. Zwei hier, danach gerne mit Lars natürlich im Dialog. Ja? Mit dem Mikro. Kleines Detail, da war eben das Thema das Bananenprodukt, das beim Kunden reift. Wie verteidige ich einen MVP-Ansatz? Ich sage, ich rolle jetzt erstmal was aus. Ja, es ist noch nicht alles so perfekt, weil unser Linchpin ist noch nicht perfekt. Zu Leuten, die sagen, okay, wir sind jetzt eure Kaninchen und habt uns ein Bananenprodukt hingestellt. Ich kann der Frage nur ausweichen. Ne? Das versuche ich in sehr geschickter Art und Weise. Aber was Sie fragen, ist ja mit der Frage wie. Sie fragen nach einer Methode, wie geht das? Aber dass es die nicht gibt, ahnen Sie selber. So. Also Menschen kann man ja nicht überzeugen, aber sie überzeugen sich selbst. Und sie überzeugen sich häufig von anderen Menschen. Ihre Frage müsste also lauten, wer, nicht wie, wer von uns im Unternehmen oder von hier oder von der ganzen Welt, könnte womöglich in der Lage sein, bei dem anderen das Gefühl herzustellen, das wäre richtig. Also fragen Sie nicht nach der Methode, fragen Sie nach den Personen. Ich bin mir sicher, die gibt es auch in Ihrem Unternehmen. Und dann stelle ich immer wieder fest, man kann ja sich auch mal auf Experimente einlassen und sich selber überzeugen lassen. Ne? Ich würde ja auch nie alles auf eine Karte setzen und sagen, also wir machen jetzt alles nur noch mit, wenn wir vorher alles schön klassisch gemacht haben, alles auf MVP. Wir müssen uns ja selber erstmal überzeugen, dass das wirklich unsere Probleme besser löst. Denn vielleicht ist das ja gar nicht so, ne? Weiß man ja nicht. Also wer, würde ich fragen, nicht wie. Das ist diese schöne Unterscheidung mit dem Rot und dem Blau, genau. Komplexe genau. Sachen, wer und wie baue ich eine Uhr, habe ich von dir gelernt, wie baue ich eine Uhr. Ja. Eine noch? Ansonsten dann in der kleineren Gruppe. Wir machen kurze Umbau- und Auffüll- und Ablasspause sozusagen. Und dann geht es gleich weiter mit Anna-Maria. Toiletten haben wir hier und dann hier raus. Und raus im Gang. Genau. Danke dir, Lars. Dankeschön.